Die Kolonialpolitik der Europäer am Ende des 19. Jahrhunderts hatte vor allem die Gewinnung der noch nicht vergebenen Gebiete Afrikas zum Ziel. Zwei britische Politiker, Joseph Chamberlain und Cecil Rhodes, planten, ein geschlossenes britisches Kolonialreich mit einer Eisenbahnverbindung vom südafrikanischen Kap bis nach Kairo aufzubauen. Dabei spielten die Gold- und Diamantenminen der noch unabhängigen Burenrepubliken Transvaal und Oranje-Freistaat eine wichtige Rolle. 1895 scheiterte der Einfall eines Kommandos unter Leander Starr Jameson. Dadurch wird der Zusammenhalt der Buren gestärkt. Die beiden Burenrepubliken verbünden sich. Oom Krüger, Symbolfigur des Kampfes gegen die Briten, wurde 1898 mit großer Mehrheit zum Präsidenten wiedergewählt. Die Diskriminierung der Uitlanders, von den Goldfunden angezogene Einwanderer meist britischer Nationalität, führt in den Burenrepubliken zu weiteren Spannungen. Die Uitlanders bitten die englische Königin Victoria um Hilfe. Aber London schreckt vor einer neuen Militäraktion zurück, denn die Buren sind zahlenmäßig und waffentechnisch überlegen. In 5-monatigen Verhandlungen versucht Großbritannien, eine friedliche Konfliktlösung herbeizuführen. Neben gleichen Rechten für die Uitlanders fordert Großbritannien eine Anerkennung seiner Oberherrschaft in den Burenrepubliken. Dies ist für Burenpräsident Krüger unannehmbar. Die Verhandlungen scheitern. Am 11. Oktober 1899 marschierten die Buren in die britische Kolonie Natal ein. Anfangs können sie militärische Erfolge verbuchen. Das Blatt wendet sich aber, als Verstärkung für die britische Armee in Kapstadt eintrifft. Britische Truppen erobern im März 1900 Bloemfontein und Johannesburg, im Juni Pretoria. Am 27. August können die Briten die letzte Burenarmee unter General Botha schlagen. Präsident Krüger flieht nach Europa. Der Krieg scheint beendet, aber die Buren geben den Kampf um ihre Unabhängigkeit noch nicht auf. Nun beginnt ein erbitterter Guerillakrieg. Die britische Armee reagiert mit der Taktik der verbrannten Erde. Sie brennt ganze Dörfer nieder und verschleppt über 100.000 Frauen und Kinder in Konzentrationslager. Hier sterben Tausende von ihnen. Das grausame Vorgehen der Briten gegen die Zivilbevölkerung führt zur internationalen Isolierung Großbritanniens. Die Kämpfe enden am 31. Mai 1902 mit dem Frieden von Vereeniging. Die Burenrepubliken werden zu britischen Kronkolonien erklärt.